Der erste Punkt ist die Bergabfahrtechnik. Und dabei ist es wichtig, dass wir die Ellenbogen gebeugt haben und die Beine dabei mehr oder weniger gestreckt haben. Also wir gehen nur leicht in die Knie. Das ist dafür wichtig, dass wir den Schwerpunkt des Körpers niedrig halten und somit optimale Kontrolle über unser Fahrwerk haben. Zweiter Punkt ist das Bergauffahren. Und dabei ist es wichtig, wenn wir steile Anstiege haben, dass wir aufrecht bleiben, am Sattel vielleicht minimal nach vorne rutschen, um mehr Druck aufs Pedal zu bringen. Auf flachen Waldstücken versuchen wir, den Oberkörper stabil zu halten, in der Hüfte eher etwas locker. Dabei ist es auch wichtig, dass wir die optimale Gangwahl haben, also nicht zu hart und nicht zu hohe Trittfrequenz, damit wir mit Schwung über die Wurzeln und Hindernisse drüber rollen. Die Kurventechnik ist ein ganz interessantes Thema und dabei ist es wichtig, dass wir den Körperschwerpunkt nicht zu sehr in die Kurve reinlehnen, weil wir dann auf losem Untergrund Gefahr laufen, wegzurutschen. Das heißt, wir versuchen, das Knie rauszugeben in die Richtung, in die wir fahren und das Rad möglichst gerade zu halten, um eben nicht in den Kurven wegzurutschen. Beim Kurvenfahren ist es außerdem wichtig, dass wir die Beine parallel halten. Das heißt, dass wir, wenn wir in die Linkskurve fahren, nicht den linken Fuß nach unten geben, um Gefahr zu laufen, dass wir mit dem Pedal auf dem Boden aufschlagen. Also immer die Beine parallel halten. Beim Thema Bremsen ist es immer so ein kleines Spiel zwischen Vorder- und Hinterbremse. Dabei sollte man beachten, dass man nicht zu sehr auf der Vorderbremse hängt, weil man dann über den Lenker absteigen kann. Es ist immer so ein leichtes Dosieren zwischen Vorder- und Hinterbremse. Natürlich, wenn man zu viel Hinterbremse zieht, blockiert das Hinterrad und man rutscht auch wieder. Prinzipiell würde ich empfehlen, 60% vorne, 40% hinten, so um den optimalen Druckpunkt zu finden. Prinzipiell gilt es bei technischen Bergabfahrten, dass man, sobald man verspürt, ich fühle mich da nicht mehr ganz wohl, sofort absteigen. Wenn Unwohlsein mitfährt, dann ist noch nie was Gutes rausgekommen.